Robert Luger von der FPÖ ist jetzt am Wort. Ja, ich kann mich, weil die SPÖ so aufgeregt ist, ich kann mich noch gut erinnern, als die Frau Merkel von der NSA abgehört wurde. Und da gab es keinen Aufschrei von ihrer Seite. Und diese Abhörmaßnahmen waren aber ohne richterlichen Befehl. Ich glaube nicht, dass die Frau Merkel eine Kriminelle war. Und wo das damals Thema war, gab es keinen Aufschrei von der SPÖ. Und heute kommen sie hier raus und beschweren sich dann, wenn wir eine Maßnahme setzen, die nur einen einzigen Zweck hat. Nämlich, die Menschen davor zu schützen, Opfer eines Verbrechens zu werden. Oder wenn ein Verbrechen passiert ist, das möglichst rasch aufzuklären. Und das sage ich jetzt als ein Beispiel. Und das Beispiel ist gar nicht so lange her. Der Boston-Marathon. Sie wissen, damals 3 Tote, 264 Schwerverletzte. Innerhalb von 100 Tagen wurde dieses Verbrechen aufgeklärt. Und hätte man damals nicht auf alle Möglichkeiten, die sie geboten haben, zurückgegriffen, auch auf alternative und elektronische Ermittlungsverfahren, dann wären die Terroristen mit dem gepackten Koffer, wo die Bombe drin war, nach New York gekommen und hätten dort viele, viele Menschen getötet und noch mehr verletzt. Und weil man alles genützt hat, was zur Verfügung gestanden ist, ob das Überwachungskameras waren, ob das private Videos waren, ob das auch Abhörmaßnahmen waren, hat man innerhalb von 100 Tagen dieses Verbrechen aufklären können und die Attentäter mit den fertig gepackten Bomben aufhalten können. Das rettet Leben. Und genau um das geht es. Es geht darum, dass man Mörder, Vergewaltiger und Terroristen entweder schon im Vorhinein aus dem Verkehr zieht oder verhindert, dass sie zu Serientätern werden. Und das kann Menschenleben retten. Und das wollen sie anscheinend nicht. Und wenn Sie dann immer sprechen von Massenüberwachung. Der Herr Noll hat ja heute den Beweis geliefert, dass das gar nicht geht technisch, diese Massenüberwachung. Der Herr Abgeordnete Noll, unser intellektueller Superstar hier im Hohen Haus, hat gesagt, übrigens nach eigenen Angaben, ja, nach eigenen Angaben, hat heute hier gesagt, dass wahrscheinlich pro Fall das bis zu 1 Million kostet, weil das wahnsinnig aufwendig ist. Dann rechnen Sie nochmal aus, ob hier eine Massenüberwachung überhaupt technisch und vor allem von den Kosten her möglich ist. Und ja, es stimmt, natürlich. Es ist wie beim Sport, wie beim Doping. Im Sport wird gedopt, das wissen wir. Und deshalb gibt es Dopingjäger, die jedes Jahr neue Analyseverfahren entwickeln müssen, um auf dem Stand der Zeit zu sein. Und natürlich ist das teuer, natürlich ist das aufwendig. Aber wenn man das nicht tut, werden die Ehrlichen zu den Dummen. Und das wollen wir verhindern. Und genau das Gleiche ist bei dem, was Sie hier verzapfen. Wenn Sie sich hier gegen eine vernünftige Maßnahme stellen, dann werden die Menschen, die unbescholten sind, zu den Dummen. Denn die werden dann Opfer eines Verbrechens, das wir verhindern hätten können, wenn Sie sich nicht nur deshalb dagegen stellen, weil Sie halt jetzt Opposition sind. Und das finde ich, also Sie haben sich auch heute hier selbst entlarvt. Einer von der SPÖ, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ist heute rausgekommen und hat gesagt, bei allen Terroranschlägen wussten wir im Vorhinein von den Attentätern. Na, was glauben Sie, warum? Glauben Sie, dass irgendjemand hierher gekommen ist von denen, die Sie ins Land gelassen haben und bei der Einreise ausgefüllt haben, ja, ich bin Terrorist? Man hat es deshalb gewusst, weil man eben Verdächtige überwacht, weil man eben schaut, wer mit wem kommuniziert, überhaupt im terroristischen Milieu, überhaupt im salafistischen Milieu, da wird überwacht und das ist gut so. Und deshalb wissen wir, wo die Gefährder sitzen und deshalb ist es auch gut, dass wir diese Gefährder weiter überwachen. Und wenn dann diese 300 Gefährder... Ja, wenn dann diese 300 Gefährder, die wir nach Auskunft des letzten Innenministers hier in Österreich haben, die übrigens Sie zum größten Teil reingelassen haben, wenn wir diese 300 Gefährder im Land haben, dann will ich, dass wir die auf Schritt und Tritt kontrollieren. Und da geht es auch darum, dass wir wissen, mit wem sie sich zusammenrotten, dass wir wissen, mit wem sie konferieren, dass wir wissen, mit wem sie möglicherweise Anschläge planen. Und allein in Deutschland wurden in den letzten Jahren 8 schwere Anschläge vereitelt, genau durch solche Maßnahmen. Und das wollen Sie nicht. Das wollen Sie nicht. Und deshalb, schauen Sie,
Natürlich gibt es das Recht auf Privatsphäre. Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre. Jeder Mensch. Und wenn Sie... Also was wir wollen, ist das Recht auf Privatsphäre nur jenen aberkennen, die Mörder, Vergewaltigte oder Terroristen sind. Also Kriminellen. Und wenn Sie sagen, dass die Möglichkeit, die perfekt kontrolliert wird, die auch von einem Richter genehmigt werden muss, gegen unbescholtene Bürger, vielleicht sogar gegen Abgeordnete eingesetzt werden könnte, dann zeigt es doch nur, wie Sie denken. Und man sagt, so wie der Schelm denkt, so ist er. Das heißt, diesen Generalverdacht, den Sie aussprechen, gegenüber all jenen, die das kontrollieren, die das einschränken, ist eindeutig unfair gegenüber jenen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass wir in Sicherheit leben können. Denn genau um das geht's. Und deshalb, wir brauchen nicht die Rechte von Mördern, Vergewaltigern und Terroristen schützen. Was wir müssen, und dazu sind wir verpflichtet, und zwar jeder von uns, ist die Sicherheit der Menschen in Österreich zu sichern. Das müssen wir. Und diese Sympathie, die Sie aufbringen für Menschen, die kriminell sind, die mit einer Strafe von bis zu 10 Jahren oder sogar darüber rechnen müssen, kann ich nicht nachvollziehen. Außer wenn man sich anschaut, dass Sie mittlerweile zu einer Brachial-Opposition verkommen sind, die vor wenigen Monaten noch unvorstellbar war. Deshalb werden Sie wieder ein bisschen vernünftiger. Das war ja ganz sympathisch die letzten Jahre, wie Sie versucht haben, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten sich den Dingen anzunähern. Und machen Sie keine Brachial-Opposition, sondern geben Sie zu, dass diese Maßnahme eine notwendige ist im Interesse der Sicherheit der Bürger, und stimmen Sie hier zu. Vielen Dank. Die Regierung wolle nur Kriminellen das Recht auf Privatsphäre nehmen, sagt Robert Luger von der FPÖ. Das sei notwendig, um die Sicherheit in Österreich zu gewährleisten. Die SPÖ betreibe Brachialopposition.